Wasserstoff. Ein Thema mit vielen Facetten. Ein Thema mit vielen Fragen, aber auch Potenzialen. Um derzeitige Entwicklungsschritte deutlich zu machen und Chancen für die Region Rostock zu erörtern, stand der 53. Rostock Business Club unter dem Motto „Das Supermolekül – mit Wasserstoff die Zukunft erobern“. Ich sehe, dass Sie natürlich als Mitglieder der RMI heute wieder zu unserem Rostock Business Club ins Sonnendeck gekommen sind. Wir sind nicht nur Tourismusland Nummer 1, wir sind auch der Ökostromproduzent Nummer 1. Wir sind in ein paar ganz wichtigen Themen die Nummer 1 in Deutschland. Das Highlight ist ganz klar das Treffen mit anderen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, die für ein Thema brennen, das wirklich innovative Industriepolitik ist, und sich dort auszutauschen, zu sehen, was passiert technologisch, was passiert wirtschaftlich, welche Wünsche sind gegenüber der Politik da, was kann man da aufnehmen. Rostock hat hier die einmalige Chance, wirklich eine Vorreiterposition einzunehmen, nicht nur zu sagen, wir sind Weltmarktführer für erneuerbare Energien, sondern wirklich der, ich sag mal, Weltvorzeigepunkt wären für Klimaneutralität auf Basis von Wasserstoff. Ich bin auch gefreut, das hier vor Ort im Land Mecklenburg, in der größten Stadt, mit präsentieren zu dürfen und möglicherweise den einen oder anderen noch zu inspirieren und abzuholen. Bevor die Veranstaltung begonnen hatte, kam die Geschäftsleitung in Roslagna auf uns zu, haben wir uns vor anderthalb Jahren schon mal getroffen und nehmen da jetzt noch mal gemeinsam Fahrt auf, um gemeinsame Projekte umzusetzen. Überraschung und etwas anders als sonst möchten wir Ihnen ganz gerne noch ein neues innovatives Projekt aus der Hansestadt Rostock vorstellen. Es geht hier um das Projekt Plastikfreie Stadt. Allen Unternehmen, die sich gewagt haben, den ersten Schritt mit uns zu gehen und die Selbstanalyse hier in Rostock schon mit vollzogen haben. Es geht um Plastikfreiheit und um die Selbstanalyse entlang der Wertschöpfungskette in Sachen Einwegplastik. Wir sind auch Leuten über den Weg gelaufen, mit denen wir bereits Termine gemacht haben, um in Rostock weiter Dinge voranzubringen. Das ist gut, hier vor Ort zu sein. Und nicht zuletzt haben wir Partner hier getroffen, die schon quasi die Selbstanalyse im Progress im eigenen Unternehmen haben. Das war eine schöne Überraschung. Das ist halt die perfekte Plattform, auch mal Leute abzuholen, die das gar nicht so sonst auf dem Schirm haben. Für mich ist die ungezwungene Zusammenkunft von Entscheidern und Lenkern, die hier quasi Netzwerkstrukturen knüpfen können und sich abstimmen können und aufeinander einspielen können. Alle, die Energie haben und nach vorne denken wollen, für die ist das wunderbar. Hier kann man sich toll austauschen.